Wir haben hier ein kurzes Video. Und zwar eigentlich ein bisschen immer aufgrund von Nachfrage, wo wir in letzter Zeit hatten. Und haben wir auch in letzter Zeit gebraucht, gell? Ja, haben wir öfters jetzt gehabt. Nicht verrückt, aber eine coole Sache. Haben wir euch natürlich auch zeigen. Und zwar geht es um eine kleine Modifikation hier vom Model Y. Geht es auch für das Model 3. Also kann man an beiden ein Auto machen. Und zwar geht es um das Thema Rücklichter. Ich blende euch ein Foto, wo ihr seht, wie das aussieht, original, ihr kennt das natürlich. Und da haben wir einen kleinen Umbau, respektive andere Rücklichter. Was gibt es über die sozusagen? Ja, was viele wollen, ist heutzutage ein Laufblinker. Die Rücklichter haben einen Laufblinker drin, plus ein Schwarz. Also wenn das Auto quasi weiß-schwarz oder was auch immer ist, da ist das Rot nicht, wo sonst in der Hecklicht einmal drin ist. Sind farblos quasi und mit Rauchglas, also sehen auch schick aus, wenn sie eingestellt sind und wenn sie eingestellt sind, sowieso, was ihr nachher gesehen. Ja, bei der älteren Model 3 gibt es mehr Rückfahrbeleuchtung, oder? Genau, die alten vor Facelift haben ja nur einen Rückfahrscheinwerfer und wenn ihr vielleicht kennt, wenn ihr nachts irgendwo rückwärts hinfahren, ist es relativ schlecht ausgeleuchtet. Und jetzt bei diesen Rückleuchten ist ein Kabelsatz dabei für die älteren Generationen, dass man von links zu rechts noch kann ansteuern kann, also auch zwei Nebellichter und zwei Rückfahrleuchten, dass es eben ein bisschen mehr Ausleuchtungen gibt. Genau, und dann schauen wir uns mal an. Also, es sind nicht die Lümpen hier. Und zwar haben wir hier einmal das Set. Besteht aus der äußeren Lampe und die zwei kleineren, die ein Teil vom Kofferraumdeckel angebracht sind. Und irgendwo ist aber ein Kabelsatz, oder? Den brauchen wir nicht, weil das ist das neue. Ah ja, genau, da haben wir ja schon eigentlich auf beiden Seiten alles. Ja. So sehen die aus, wie der Dario gesagt hat. Rauchglas. Sieht eigentlich bei jeder Farbe schöner aus. Vor allem schwarz und weiß gefällt es mir sehr gut. Das schwarz und weiße Auto, weil halt nachher das Rot weg ist. Und das Gleiche gibt es, glaube ich, gibt es auch mit Rot noch, gell? Gibt es auch mit rotem Glas, ja. Genau, ich blende die mal kurz ein, dann seht ihr, was die Auswahl ist. Aber wir haben jetzt eigentlich ausschließlich die gebraucht und ja, es macht einfach die beste Falle. Und von StarTech, aber die sind gerade ein Stück teurer, gibt es da, wo die Weißstreifen ist, quasi ein roter Teil. Ja, ich finde jetzt, wenn es abgeschaltet ist, wenn es weiß ist, ein bisschen schöner. Gut, bauen wir mal ein. 1 Minute 37 Sekunden später. So. Rücklichter gewechselt. Ist glaube gut gegangen, oder? Ja, die gehen immer gut. Es sind zwei Varianten, eben da jetzt, sagt es einfacher, wo der Blinker am gleichen Ort hat. Nachher gibt es noch eine, dort muss man das Kabel separat verlegen. Das ist dann schon ein bisschen grösserer Aufwand, dass der Blinker nachher quasi da drin anfängt und nachher rausgeht. Da ist jetzt der Blinker von da bis da. Ich finde es eh schöner, wenn er da anfängt, dann schon so ein Pünktchen hat und dann nachher weiterläuft. Ja, und bei den anderen ist es ein bisschen, ja, sagen wir mal blöd, um das wirklich sauber zu verlegen, brauchen wir wirklich 2-3 Stunden. Und dann, ja, ob es viel schöner ist, ist nachher dahingestellt. Ja, beim Y ist es grundsätzlich aufwendiger, gell? Dreh geht besser, du musst weniger auseinandernehmen. Genau, beim Y ist halt die ganze Seitenverkleidung ein bisschen härter und kann man weniger umbügen quasi, indem man mehr Teile wegnehmen. Im Kofferraum ist es auch zweiteilig, anstatt einteilig. Aber, ist im Gegensatz zu einem Kabel verlegen, wo man durch den Originalkabelstrang noch durch will, wenn man es wirklich sauber macht, dann ist es halt schon viel einfacher. Okay. Ja gut, ich glaube, dann müssen wir mal schauen, wie das dort, wie das jetzt aussieht. Ja. Dann haben wir mal eine kleine Vorführung, Blinker, Rücklichter, Rückfahrlichter und so weiter. Also ausgeschaltet sieht es mal so aus, nachher können wir sonst gleich mal da den Schulterlampen rum, da den alles durchstellen. Dann haben wir Standlicht, den Blinker, Stopp. Beide Rückfahrleuchten. Jetzt sehen wir den Laufblinker.
so sieht das aus. Wie eingangs Video gesagt, kurzes Video. Ist aber eine coole Sache. Also gerade das Design von den LED-Leuchten passt halt wirklich hervorragend zu der Tesla oder zum Tesla-Design generell. Also eigentlich nach meinem Geschmack fast besser als das Original. Mit der Rundungen und mit den grafischen Elementen, mit der grafischen Signatur und mit der visuellen. Also coole Sache, glaube ich. Ja, verbauen wir auch gerne. Genau. Also eben, wie auch schon gesagt, Eingangsvideo, haben wir relativ viele Anfragen, auch relativ viel verbaut. Man ist bei uns bezüchtbar, wenn ihr Interesse und Lust habt, einfach melden, dann können wir das einbauen. Lieferfristen sind im Moment eigentlich relativ gut, also müssen wir eigentlich in einer angenehmen Frist da haben. Umbau selber vorbeikommen, kann man darauf warten, geht eine halbe Stunde, halbe Stunde oder so. Model 3 noch ein bisschen schneller und dann ist das eigentlich schon erledigt. Alte Leuchten kann man natürlich mitnehmen. Ja. Und was natürlich auch noch ein Punkt ist, die Originalleuchten haben ein bisschen das Problem wegen dem Anlaufen, dass sie nicht so ganz dicht sind. Und das will man dort ja eh wieder neu kaufen. Also ich weiss, eine Originale aussen, der Ausserteil ist glaube ich 380 Franken von Tesla. Und wenn man jetzt zwei Ausserteile nimmt, dann ist man schon auf den Preis schon von denen, vier Stück. Und die haben das Problem nicht, das Anlaufen. Und bei der Tesla weiss man nie, ob es wirklich nachher anlaufend. Und Tesla sagt ja, solange es kein Wasser drin hat, werden sie nicht gewechselt, bis es geht wieder auf Garantie. Und da haben wir das Problem natürlich nicht mehr. Genau, die sind dicht. Also da haben wir jetzt noch keinen gehabt, wo irgendwie Kondenswasser drin hat oder eben also die unschönen Bilder, die man da sieht, bei dir bei der Dreh und bei der Weih. Ja gut, das war's dann schon. Dann, weiterhin viel Spass, vielen Dank für eure Zeit und macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.